willkommen beim Dean Quiz. Meine Damen und Herren, heute dürfen wir Team Girls und Team Boys begrüßen. Und da sind sie schon. Team Girls! Team Boys mit Finn und Noah, ist das richtig? Ja. Und ihr seid Team Girls mit Lila und Nele. Ja. Gut, ich würde nicht lange drum rumreden. Starten wir mit Frage 1. Gerne. Alle bereit. So. Wo findest du den besten Spielwarenladen in Dienstlaken? Das ist A. an der Neustraße, B. am Altmarkt, C. am Burgtheater. An der Neustraße. An der Neustraße ist richtig. Liebe führt mit 1-0. So, das könnte was für die Jungs sein. Geht es ein bisschen um Sport, aber die Chancen stehen gleich. Alle bereit für Frage 2. Und die lautet: Wo befindet sich der größte Sportplatz Dienstlakens? Das ist A. Wacker Dienstlaken. Das ist B. SUS 09. Oder C. Teefeuer in Hiesfeld. SUS 09 ist richtig. Unentschieden. 1-1. So. Frage 3 handelt sich ein bisschen ums Burgtheater. Welchen Unterschied gibt es zwischen der Burghofbühne und den anderen Theatern in NRW? Das ist A. Wanderbühne, B. die Festbühne, C. die Wanderbühne. Wanderbühne ist auch richtig. Und damit wurde das Spiel gedreht. So, weiter geht's. Eine Chance zum Ausgleich für die Mädchen. Frage 4. Wer war 25 Jahre lang Bürgermeister in Dienstlaken? Das ist A. Wilhelm Lanthermann, B. Willi Wacker, C. Harry Potter. Harry Potter. Und das ist falsch und weiterhin 2-1 für Team Box. So, sind alle bereit? Frage 4. Frage 5. Was war, bevor die Burg gebaut wurde? Das war A. ein riesiger Wald. B. es war der Sumpf. C. der Ozean. Ein Sumpf. Sumpf ist absolut richtig! 2-2. Und damit geht's direkt weiter mit Frage 6. Alle bereit? Ja. Wie groß ist der Backenzahn eines Mammuts? Das sind A. 40 cm. B. 14 Meter. C. 40 Meter. Team Boys, ja? 14 Meter ist falsch. Weiterhin 3-2. So, nach jetzigem Stand eigentlich relativ gleich gut. Ein Mädchen konnte mit dem Sumpf in Führung gehen. Alle bereit? Ja. Frage 7. Was ist das älteste Gebäude in Dienstlaken? Das ist A. das Museum. B. das Rittertor. C. die Burg. Die Burg. Burg. Burg ist richtig! Die Jungs haben auch Burg gesagt, hatten ein bisschen gehört, aber zu spät gedrückt. Alle bereit? Frage 8. Wie heißt die Bronzefigur am Altmarkt? Das ist A. die Lumpenmarie. B. die Pumpenmarie. C. die Pumpenmarie. Pumpenmarie ist richtig! Ich dachte, das wäre die Antwort. So, jetzt wird's richtig spannend. Frage 9. Dienstlaken hatte 4 Stadttore. Nur eins blieb erhalten. Wie heißt es? Das ist A. der Ritterturm. B. das Stadttor. C. das Rittertor. D. das Fußballtor. Rittertor. Rittertor ist richtig! So, die letzte Frage. Gleichstand oder Sieg?
für Team. Und jetzt kann es nochmal richtig spannend werden. Frage 10. Wie alt ist das ND-Jugendzentrum? Das sind A, 64 Jahre. Das sind B, 85 Jahre. Oder C, 120 Jahre. Haut drauf! 64 Jahre. Und das ist richtig! Wieder im Rennen! 4 zu 4. Es steht 4 zu 4. Und da muss ich ganz tief in meine Kiste greifen, weil so ein Stechen hatten wir lange nicht mehr beim Dean-Quiz. Puh, ich bin selber gespannt. Ich kenne die Frage nicht. Bonusfrage. Und die lautet: Wie lange gibt es den Filmworkshop in Dienstlaken? Das sind A. 2000, das ist A. 2016. B. 1978. C. 2015. 2016. 2016 ist richtig! Und damit gewinnt Team Boys! Das war's dann wieder von dem Dean-Quiz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.